die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den Liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Frauenarzt. Ich habe heute nämlich Frauenarzttermin. Ich freue mich ganz besonders, mal wieder unseren kleinen Bubilein zu sehen. Und es ist so, dass ich eigentlich geplant hatte, mit dem Papa hinzufahren. Es ist nur, dass es ihm gestern am Abend leider nicht so gut gegangen ist. Er hatte so hohen Blutdruck und deswegen ist er jetzt zu unserer Hausärztin gefahren, um sich das jetzt mal anschauen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob er es schafft, dass wir zusammenfahren könnten. Deswegen fahre ich jetzt mal schnell zum unserem Hausarzt runter mit Papas Auto und dann müssten wir eventuell Autos tauschen, weil nur ich habe eine Jahresvignette auf dem Auto. Nur wir fahren ja nur mit dem großen Auto nach Wien rein. So, ich habe mir wieder mal einen Kaffee gemacht. Und mal schauen, wo ich das jetzt hingebe in Papas Auto. Wahrscheinlich hier. Das wird hoffentlich halten. Ja, ich bin auf jeden Fall in der 29. Schwangerschaftswoche und am Freitag komme ich in die 30. Schwangerschaftswoche. Und bei mir ist es so, das habe ich euch glaube ich gar nicht gesagt, aber letztes Mal beim letzten Frauenarzttermin hat der Arzt gemeint, dass das Baby verkehrt rumliegt, also mit den Füßen nach unten. Und das hat mich voll erschrocken. Er hat noch gemeint, na, da haben wir noch genug Zeit. Aber beim nächsten Termin, also heute, sollte er mit dem Kopf nach unten liegen. Deswegen mal schauen. Ich hoffe wirklich, dass er mit dem Kopf nach unten liegt. Wobei mir auch ganz, ganz viele auf Instagram geschrieben haben, dass ja, das Baby bei ihnen sich noch ganz spät gedreht hat, in der 36. Woche oder weiß ich nicht. Also schauen wir mal, wenn er jetzt richtig liegen sollte, dann hoffentlich bleibt er jetzt so. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall schnell mal zum Hausarzt runterdüsen, sonst komme ich selber zu spät zu meinem Termin. Also, bis gleich. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Ich habe den Papa noch, der ist auch gerade fertig geworden und deswegen sind wir jetzt zusammengefahren. Das Auto habe ich jetzt bei der Hausärztin gelassen, das andere. Und ja, den Papa, der muss jetzt Magnetresonanz machen, weil die Werte sind zwar okay, aber das ist nicht gut, hat sie gesagt. Also diese Werte, die er beim Bluthochdruck hatte und dieses Gefühl, was er, also er hatte auch Kopfschmerzen und so ein Gefühl von wie Schlaganfall, oder? Ja, also von Erbrechen, das war ein Druck im Brustkorb. Ja, und deswegen muss er jetzt zur Magnetresonanz, um sich seine Gefäße anschauen zu lassen, weil das war gestern echt nicht normal. Also von null auf nichts, der Papa war einfach so in der Küche, hat gekocht und auf einmal schreibt er mir, mir geht's so schlecht. Hohen Blutdruck und das ist nicht besser geworden. Auch nicht in der Früh, deswegen ja, bin ich froh, dass er jetzt beim Arzt war. Jetzt wissen wir Bescheid, Termine ausmachen und hoffentlich eine Ursache finden, damit wir was dagegen tun können oder Stress vermindern. Weil letzte Woche war wirklich eine stressige Woche für uns mit den Halloween-Snacks-Video. Wir wollten das unbedingt und Stress ist ja so, man macht sich den ja eh immer nur selber im Kopf. Es wäre auch voll wurscht gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Also voll egal, aber wenn man es will und es so dran haltet, dann muss man das, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bin ich froh, dass der Papa jetzt doch mit kann zum Frauenarzttermin. Und ja, jetzt schauen wir mal Baby an und danach müssen wir eh wieder nach Hause die Mädels holen vom Kindergarten und so weiter. Ja, also bis nach dem Frauenarzt. So, meine Lieben, wir sind fertig mit Frauenarzt. Wir haben wieder ein wunderschönes Foto bekommen. Schaut mal. Okay, Papa, kurz, komm weg. Fokussiert. Jetzt. Ah, schaut mal. Schaut so aus, als würde er so eine Seifenblase vor dem Mund haben. Aber das ist Teil von der Nabelschnur halt so, wie sie da im Ultraschall abgebildet ist. Ganz schönes Bild, oder? Ja. Und sehr gute Neuigkeiten, das Baby liegt mit dem Kopf nach unten. Ja! Ja, so, weil der Frauenarzt hat gemeint, er würde mir wahrscheinlich sonst zu einem Kaiserschnitt raten. Und das wäre natürlich mega ärgerlich, ne? Vier normale Geburten und dann plötzlich müsste ich einen Kaiserschnitt machen. Das wäre voll doof irgendwie, weil
die Babys kommen ja immer schneller. Die Luisa kam schon in 2 Stunden und wahrscheinlich kommt das Baby dann vielleicht schon in 1 Stunde. Und vielleicht planen wir, mal schauen, ob ich den Papa noch dazu überredet bekomme, zu einer Hausgeburt. Das wäre halt mein Traum, weil ich habe keinen Bock auf Krankenhaus und weiß ich nicht, ja, gerade jetzt in dieser Zeit. Man kann wie immer haben eine Hausgeburt, ich werde verrückt. Ja, ich muss eine Hebamme suchen. Es hat so lange gedauert, den Papa zu überreden, weil der will das nicht, der hat Angst vor. Ja, was mache ich denn dann? Schrei nur. Ich verrückt die Post. Geh, du bist eh voll locker. Wenn man sich wenn man sich die Geburt von der Luisa anschaut, dann warst du eh voll entspannt, hast Späßchen gemacht, hast in die Kamera gelacht. Komm, jetzt sei nicht so. Jetzt macht er auf ängstlich. Ich war auf der sicheren Seite. Die Ärzte waren da, die Assistenten. Die Hebamme war nicht so, nicht einmal die ganze Zeit im Zimmer. Und so wäre die Hebamme ja die ganze Zeit bei uns. Und wenn wir ein Hausgeburt machen, dann ist die Hebamme wo? Sie schleppt die letzten 2 Wochen mit uns hinaus. Sie ist Bereitschaft. Wir rufen sie an und sie kommt dann. Wo wohnt sie denn? Ja, weiß ich nicht. 3 Häuser weiter, oder was? Aber wir können es auch alleine schaffen. Per Hubschrauber. Micha. Weil es ist, wenn sie gerade eine andere Patientin hat, dann müssen wir das alleine machen. Oder man muss ins Krankenhaus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt wegen einer Hebamme schlau machen und wegen einer Hausgeburt, wie das Ganze so überhaupt funktioniert. Bin so happy. Hausgeburt, ich meine, auf einer Seite. Hallo, Hausgeburt. Boah. Stell dir das einmal vor, verrückt. Was machen wir mit den Kindern? Die können dabei zuschauen. Ja, wie, was? Stell dir mal die Sophie vor. Ich gehe mit den Kindern auf den Spielplatz. Glaubst du das am Tag? Die Kinder auch beschäftigen. Was, wenn es in der Nacht ist? Die Hebamme kommt per Hubschrauber, hast du gesagt, oder? Das hast du gesagt. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal was essen, weil wir haben uns hier beim besten Börek- oder Burek-Laden in Wien was geholt. Jedes Mal, wenn wir hier fahren, müssen wir kurz stehen bleiben und den weltberühmten Burek mit Käse kaufen. Au! Ja, früher habe ich auch den mit Fleisch gegessen, aber ich finde jetzt aktuell frischiert das nicht so lecker. Heiß. Kurze kleine Werbepause hier im Video. Ich habe nicht was vergessen. Und zwar, ich habe in meinem Online-Shop, also Werbung in Eigensache, 50% auf die To-Do-Listen. Schaut unbedingt vorbei. Es gibt die Girlboss-Wochenplaner. Da könnt ihr alle eure To-Dos reinschreiben oder eure Termine. Ganz, ganz cool aufgeteilt. -50% und sogar auf die Sets. Das heißt, wenn ihr einen Kugelschreiber dazu haben wollt, auch -50%. Und auch auf die Girly-Planner. Der Girly Planner ist ganz, ganz süß. Den habe ich zusammen mit der Michelle designt für junge Mädels. Und der ist auch mit -50%. Also schaut unbedingt in die Infobox. Dort ist mein Online-Shop verlinkt. www.dianadiamanta.at. Das ist mein Online-Shop. Und abgesehen von den To-Do-Listen gibt es noch ganz, 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 ganz viele Beauty-Produkte mit -20%. Also vorbeischauen lohnt sich definitiv, weil da habe ich ganz viele Sachen drinnen und natürlich auch die ganzen Schmucksachen, die ich, glaube ich, hier auf YouTube auch noch nicht wirklich gezeigt habe. Aber das mache ich dann ein anderes Mal. Jetzt geht's hier weiter mit dem Vlog und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sind schon länger wieder zu Hause, haben die Mädels vom Kindergarten geholt und wir haben jetzt auch gerade Mittag gegessen und die Lara hat sich jetzt einen Apfel eingepackt. Schaut mal. Die wollte nämlich schon den ganzen Tag einen Apfel essen, gell? Und jetzt müssen wir die Michelle von der Schule holen, weil die Michelle braucht irgendwas zum Anziehen. Und deswegen haben wir besprochen, dass wir sie heute von der Schule holen und mit ihr was einkaufen gehen. Und ich bin gerade so richtig müde und ich weiß echt nicht warum. Vielleicht liegt es auch am Wetter oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade so richtig müde. Ich würde dann höchstens ein Mittagsschläfchen halten. Also, ich glaube, man sieht mir das auch im Gesicht an, dass ich einfach richtig kaputt bin. Aber wir müssen jetzt los. So, meine Lieben, wir sind im Auto. Michelle ist abgeholt und wir gehen jetzt schnell für die Michelle Outfit suchen. Wir waren schon woanders, konnte aber nicht vloggen, da es dort Musik gab. Und jetzt gab. Die Luisa will auch unbedingt mitkommen. Gaben. Aber ich habe ein bisschen Seitenstechen, deswegen frage ich den Papa, ob er vielleicht Lust hat. Nimmst du die Bande alle mit? Die soll mit 4 Kindern in Geschäft gehen. Das sind 3, 4. Der Patrick ist nicht dabei. Das Baby ist im Bauch bei mir. 1, 2, 3. Ach, schau, stimmt. 3. Hast du dich mitgezählt? Oder hast du die Mama mitgezählt? Trage immer diese Maske schief so? Das gibt's ja nicht. Vielleicht sind deine Ohren schief. Kann auch sein. Eine ist höher oder andere ist. Aha.
Ein schlabriges Ohr. Ein schlabriges. Du spielst mich ja mit deinen Salami-Ohren. Ein neues von dir und eins von Mama. Okay, also bei, wir waren bei, wo waren wir? C&A und New Yorker. Da gab es nichts. Und dann noch ernst Ding. Die Michelle, also wir suchen für Michelle ein rotes T-Shirt, weil die Michelle möchte zu Halloween. Aber falls es kein rotes T-Shirt gibt, dann einen roten Rock und eine schwarze Strumpfhose. Ja, also die Michelle möchte, sie, also sie feiern in der Klasse am 23. Ja. Oktober, oder? Also es ist der 23. Ja. Ihr habt dann nächste Woche Ferien, gell? Mhm. Freust du dich? Mhm. Herbstferien. Hallo, wer klopft schon? Unsere Kinder haben Weihnachtsmann. Ich hab gar keinen Bock. Danach haben wir GWK-Test. Was ist das für ein Test? Geografie. Und wie hast du gesagt? Was? Wie hast du gesagt? GWK. GWK? Das ist eine Abkürzung für Geografie und Wirtschaftskunde, oder? Oh, ich bleibe ein bisschen im Auto, okay? Ist das okay für dich? Nein. Ist das für dich okay, wenn ich auch... Ich muss okay, voll dringend die andere Zeit. Ja, da gibt's keinen... Ich kann auch alleine gehen. Das ist kein Problem. Mit, wenn ich aber hier sitze, dann muss ich... Ist die Blase zu. Ja. Ja, komm, hier. Ja, aber wir sind davor aufs Klo gegangen. Ja, toll. Ohne mich. Ich musste jetzt mit, weil der Papa Angst hat, mit drei kleinen Mädchen allein in ein Geschäft zu gehen, oder? Die köpfen mich in Geschäft. Ja. So, beim NKD haben wir so gut wie gar nichts gefunden. Also wir waren so gut, wir haben gar nichts gefunden. Und wir versuchen unser Glück jetzt beim Kick. Das ist der Kick. Ja, mehr Klamotten. Wenn man den Papa kurz alleine lässt mit den Kindern, dann kauft er sowas. Sehr, sehr. Und wer, wie schauen meine anderen Mäuse aus? Meine sind noch verpackt. Und die Laura? Die süß. Und die Luisa? Die Luisa beißt das ab. Du schaust richtig erwachsen damit aus. Ich habe Inga, das sind die Zähne. Hier. Hier. Ja, hier. Ein kleines kaputt. Bitte. Ah, oh Mann. Ja, der Patrick kommt, schau, der Patrick kommt. Der Drops ist schon ausgelutscht, Papa. Wieso guckst du so wie ein, mit deinem Giraffenhals? Bo, bo. Mama, ja, Mama. Ich will jetzt nach Hause. Was machen wir mit Patrick? Lass ihn zu Fuß nach Hause gehen. Kannst du kurz was machen wir im Fenster? Das ist heiß. Der Patrick kommt. Der mit dem Motorrad? Oh, nein, das ist nicht. Er hat keine Abwehrschein gemacht. Aber jetzt kommt der Fix, schau mal, da oben kommen Jungs. Schau, der Patrick, der Patrick kommt. Das ist nicht der Patrick. Das ist nicht so blond. Schau, der Patrick kommt da hinten, der mit dem schwarzen T-Shirt. Der mit dem schwarzen T-Shirt? Der, der Patrick ist nicht so klein. Hä, wo ist der Patrick? Na, das ist... Und der Patrick kommt ja bei der Busstation. Ja, du bist gemein. Wann kommt der Patrick? Papa, der Patrick kommt. Nein, ist nicht mehr. Nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr ein Top 5. Das ist der Patrick. Ja, der Patrick kommt da oben schon. Nein. Ja, wir haben ja alle reingelegt. Da ist der Patrick, der ist die ganze Zeit hin. Reinlegt. Die haben reingelegt. Nein. Da wo kommt der Patrick her? Ja, das gibt's ja nicht. Schub, 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 schub. Papa, Papa, Patrick, komm. Jetzt. Das glaube ich, das ist alter Schmimmer. Können wir dann zu selber einen Schubfuß kaufen und einen schwarzen Rock für Funking? Ja. Der Patrick kommt. Wo? Papa, du bist nervig. Wieso schaust du nicht, wenn ich das sage, aber ich soll immer schauen, wenn du... Der Patrick kommt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schlafe jetzt mit dem Hund. Papa! Der Patrick kommt. Alle schauen, es ist nicht lustig. Zwei Stunden später. Endlich! Hey, der Patrick, ich habe ihn der Patrick gesehen. Der Patrick ist da. Zeig ihn. Hola. Hola. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señores. Come. Habla, habla, habla. Ready?
Was ist denn das? Wir haben jetzt den Party nach Hause gebracht und wir sind nochmal los, weil die Michelle hat nichts gefunden beim Kick. Ja, und jetzt sind wir nochmal mit dir zum Primark gefahren. Ich bin stinksauer. Schön ist das mit Mädels. Gestern am Abend im Auto vergessen. Wir sind ja gestern noch im Primark kurz gewesen, haben der Michelle diese Sachen gekauft, die sie unbedingt für ihr Halloween-Kostüm haben wollte. Und danach sind wir heimgefahren und ich war so müde. Ich habe die Kamera im Auto vergessen. Wir haben dann noch schnell was zu Abend gegessen und ich bin dann sofort ins Bett gegangen mit den Kindern, mit den Kleinen um 19.30 Uhr oder so. Wahrscheinlich war das so. Ich glaube, eher mega früh war das. Und ich habe voll auf euch vergessen. Die Kamera im Auto vergessen und gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja noch gar nicht Tschüss gesagt habe. Ja, deswegen hole ich das jetzt nach. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Wir haben die zwei Kleinen in den Kindergarten gebracht und jetzt, ja, und jetzt ist einfach Arbeiten angesagt. Wir werden heute nirgends hinfahren. Wir haben heute Gott sei Dank keine Termine, gar nichts. Ich werde mich heute telefonisch ein paar Hebammen anrufen, ein paar Termine ausmachen, kennenlernen wegen der Hausgeburt. Und der Papa muss sich ein paar Termine für sein MRT ausmachen. Also ein paar Termine, ein Termin. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!